Rund 200.000 Besucher werden hier in Leipzig zu den World Skills, der Weltmeisterschaft der handwerklichen Berufe, erwartet. Es ist Vormittag 11 Uhr, unglaublich viel los schon hier am Stand und Messebereich der Painters. Hier kämpfen 24 Nationen, 24 junge Teilnehmer um die besten Plätze. Es werden unterschiedliche Disziplinen absolviert. Eine Designlackierung muss nach Schablone umgesetzt werden. Es wird ein Spot Repair durchgeführt, Stoßfänger und Kotflügel repariert, teilweise im Nass-in-Nass-Verfahren. Und wir haben eine Farbtonangleichung und Nuancierung. Hier in Halle 5 bei den Autoberufen wird es noch bis Samstag um Punkte gehen. Hier wird gefightet werden, um das Ergebnis am Samstag dann zu erzielen. Werden die 24 Fahrzeuglackierer, die hier unterwegs sind, aber auch weiter hinten der Bereich Mechatronik und der Bereich Karosseriebau ausgewertet am Samstag. Am Sonntag ist die große Schlusskundgebung. Colornews.de wird berichten täglich live in Bildern und Text, und wir wünschen allen Teilnehmern natürlich viel Erfolg, möge der Beste gewinnen.